Ja, liebe Freunde, Sie kennen mich aus den kleinen Videos, die ich immer auf Facebook oder bei YouTube schalte und in meinem Newsletter verschicke. Oder Sie waren schon in meinem Coaching oder in meinen Vorträgen. Und ich werde oft gefragt, ja, wann sollte man über solche kleinen Übungen hinaus etwas für sich tun? Und das ist immer auch eine Frage des Selbstwertes, ja. Nehme ich mir die Zeit und bin ich bereit, auch was in meine eigene Person zu investieren? Aber das Glück liegt zwischen den Ohrwarzeln. Ich kann Ihnen versichern, dass viele meiner Klienten schon gesagt haben, dass Ihnen Coaching besser getan hätte, als wenn sie noch einmal mehr im Urlaub gewesen wären. Aber wann ist es soweit, spätestens zu sagen, ich tue jetzt ein Lebenscoaching für mich erwägen, mein Leben mal sozusagen neuen Schwung zu geben? Und eine Antwort oder eine Frage, die da wichtig ist, haben Sie Probleme, die Sie alleine schon länger oder in den letzten 3, 4 Wochen nicht in den Griff kriegen und die, wo sie selber es versucht haben, aber damit gescheitert sind. Dann spielt natürlich eine Rolle, wie kommen sie mit ihrem Alltag zurecht? Viele sagen, die zu mir kommen, ja, ich funktioniere nur noch, ich zwinge mich und ich habe Konzentrations- und Motivationsprobleme. Das sind eigentlich schon, wie Sie merken, 4 kleine Fragen. Ja, muss ich mich zwingen? Habe ich das Gefühl, ich funktioniere nur noch? Habe ich Konzentration und habe ich Motivationsprobleme? Und dann ganz, ganz wichtig, weil das ist ja eigentlich, wozu wir auf dieser Welt sind, habe ich schon länger keine Lebensfreude mehr. Ja, dieses Gefühl der Lebensfreude, dass man auch mal aufsteht an einem sonnigen Tag und sich freut. Manche sagen, die zu mir kommen, sie haben das schon seit Jahren nicht mehr gehabt. Und dann ist es wirklich Zeit, also es sollte eigentlich, bevor es chronisch wird, sollte man rechtzeitig was tun. Denn Lebensfreude ist das, was, wie gesagt, sozusagen immer wieder in uns aufflackern sollte, wenn wir im Gleichgewicht sind, in einer inneren Balance. Weil wir sind eigentlich dafür da, uns an den Dingen, die wir in unserer Umgebung haben, an unserem eigenen Leben, auch an unserem Körper sich zu erfreuen. Und wenn dann so ein Satz fällt, die Dinge sind in den letzten Jahren oder Wochen immer schlimmer geworden, auch das ist ein Indikator, dass man selber nicht mehr den Strudel in die andere Richtung bewegen kann, nämlich in Richtung von mehr Hoffnung, mehr Dankbarkeit, mehr Zufriedenheit, mehr Glück, mehr Lebensfreude oder Leichtigkeit. Und dann natürlich auch, wie fühle ich mich in meinem eigenen Körper? Habe ich das Gefühl, ich bin in meinem Körper zu Hause? Natürlich spielt auch die Gesundheit eine Rolle. Wenn man länger Stress hat, wenn man längere Probleme hat, dann lässt oft auch die Gesundheit nach. Und die Schulmedizin ist für die Behandlung der Symptome zuständig, aber die Ursache werden davon eigentlich nicht erfasst. Und die sollte man dann anschauen, dass man langfristig wieder sich in seinem eigenen Körper eben wohlfühlt. Eine andere Frage ist natürlich, die allein schon durch unsere Arbeitsprozesse, kann ich abends abschalten? Bin ich in der Lage, abends abzuschalten und kann ich nachts auch gut schlafen oder begleiten mich die Sorgen auch in diesen Phasen? Und auch das ist ein Zeichen, ja, jetzt kann ich was für mich tun, jetzt ist es Zeit. Und genauso wichtig, wir verfolgen oft in unserer Arbeit, in Seminaren, in meiner Tätigkeit, dass Menschen jahrelang unter Druck stehen, sich keine Entlastung, keine Begleitung gesucht haben und dass dann auch die Beziehungen nachlassen, dass Freundschaften vernachlässigt werden und auch familiäre Beziehungen. Und wenn Sie merken, auch dort haben Sie nicht mehr den Elan und die Freude an Ihrer Partnerschaft, an Ihren Kindern, an Ihrem Zuhause, an Freundschaften. Auch das ist ein sehr wichtiges Zeichen, dass es Zeit wird, was für sich zu tun. Ja, ich habe Ihnen jetzt einige Fragen an die Hand gegeben. Denken Sie drüber nach, wo stehen Sie da? Und wenn Sie diese Fragen mit Nein beantwortet haben, dass Sie alleine nicht weiterkommen, dass Sie sich nicht mehr konzentriert kommen und wie diese ganzen Fragen gelautet haben, dann sollten Sie wirklich erwägen, etwas für sich zu tun, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen und Ihrem Leben wieder eine eindeutige Richtung zu geben.
zu geben. Dazu ist jetzt gerade in diesen schönen Tagen, wo die Sonne scheint, die richtige Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht in meiner Praxis oder ansonsten bei meinen nächsten Videos. Bis dahin Ihnen viel Lebensfreude.